Ground Control. No. Oh. So, wer Lust hat, bares Geld zu sparen, wir haben einen Partner gefunden, und zwar die Versicherung Friday. Wer seine Autoversicherung vergleichen möchte, der kann das gerne hier unten auf dem Link tun. Ne? Ihr spart bares Geld, was ihr natürlich für andere Dinge ausgeben könnt. Ne? Also wer da drauf Bock hat, klickt einfach drunter und meldet euch an, und ja, weiter geht's. Hey, warte, Olli, mach Olli, geht da hin. Ach so, ja, ja, okay. Ist das so breit? Ja, ist breit. So, so breit habe ich noch nie gebaut, noch nie. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Blindfort, unsere Weltmetropole in Deutschland. Heute machen wir weiter zum Thema Golf 2, was wir für Jean-Pierre bauen. Ja? Und da ist schon das Auto so abgedeckt, ja? Und er ist gleich da. Ich sag nicht viel, aber lasst euch überraschen im Video. Ich muss es eben ganz kurz erklären, warum wir jetzt so reinspringen, weil wir drehen ja zwei Videos und uns ist aufgefallen, es macht keinen Sinn, dass wir immer doppelt drehen. Oder dass wir das gleiche gleichzeitig drehen. Das heißt, wir drehen es nochmal separat. Das heißt, die, die das Video gucken, haben es nicht in dem Video gesehen. Weil der eh nämlich nur chillt und pennt. Ja, ich mach nichts. Nein. Oh. So, ja, es ist. Sei ehrlich. 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 Wenn ich ehrlich bin, ist es einfach die exakte Kopie von dem, wie ich es mir erträumte und wie es auf den Bildern war. Es ist ja nichts anders. Es ist nichts anders. Es ist einfach. Doch, klar, die Front ist anders und die Front ist deutlich schöner, als sie im Original war. Ja. Weil halt in der Zeichnung von ihm war das Auto hier. Was war das? 15 cm? Ah, ja, ja, ja. Oder 11 cm ungefähr war das Auto hier verlängert worden. Ja, stimmt. Ja, und das Ding ist, alles, also. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, er macht das immer noch. Ah, wenn du es weißt, was er manchmal macht, und du guckst auf Projekte, die er dann manchmal postet, dann siehst du es wieder. Und denkst dir so, hier ist irgendwie viel Platz für einen Aufkleber auf einmal. Weil bei fast allen Autos kommt das Rad hier runter, ja, und die Tür schließt an. Mhm. Nur bei ihm ist zwischen dem Punkt und der Tür offenbar so ein Stück. Der macht echt den Aufkleberplatz. Der macht Aufkleberplatz. Nee, und das, wenn du es so siehst, weißt du, was so der Move ist. Das ist der Unterschied zwischen einem theoretischen Designer, der sagt, ich zeichne was, was geil aussieht, gar keine Frage, das Projekt war gut. Mega. Nur, er weiß nicht, wie das gebaut wird, weil er hat sowas noch nie gemacht. Ja? Ja, ja. Und wir bauen quasi so eine entschärfte Version von vornherein, aber wir wissen, wir können das so bauen. Und das Auto kann auch fahren. Aber ich finde, genau, man darf ihm da keinen Vorwurf machen. Nein, nein, nein. Weil es ist ja nicht, es ist ja, er macht das ja für visuell schön. Er hat ja den Anspruch gar nicht, deswegen, alles cool. Ja. Aber ich freue mich, ich weiß nicht, ob ich da sagen darf, aber so ein bisschen sagen, auf das nächste Projekt mit dir. Also andersrum, das nächste Projekt, ja, das Auto ist hier in der Nähe. Mhm. Und ich habe gerade auch mit dem Zoll, mit dem Maßband gemessen. Mhm. Und ich sag mal so, mathematische Größe, mhm, hinten wären im Idealfall 24 Zoll mit einem ganz dünnen Reifen. 24 Zoll, aber das Auto ist in einer Größenklasse, die eigentlich zu Hause ist, wenn es getuned ist, im allerhöchsten der Gefühle 20 Zoll oder 19 Zoll fährt. Aber das Projekt kommt nicht aus England, ne? Das ist, nein, ein deutsches Projekt? Das ist ein, nein, oh, das ist ein deutsches, kalifornisches, japanisches Projekt. Oh. Das ist ursprünglich von drei Ländern gemacht worden. Aber guck mal, wie cool das ist. Das ist Japan, Kalifornien, Camp Blindfort. Aber es ist ja auch so. Also, okay, also, Camp Blindfort ist ja wie Kalifornien. Richtig. Ja, nur mit K oder mit C ist ja wurscht. Das ist ja egal. Naja, aber das, also nächste Mal, nichts geht, also das Projekt ist super. Und es ist auch von der Begeisterung echt für mich ultra krass, weil es ist der Golf 2. Also es ist schon der Boss. Ja. Noch nicht? Aber wird. Ja, ja. Weil, ja, keiner hätte sich damals, wo ich jung war, bei einem überlegt das mal. Keiner hätte ja da, ganz ehrlich, es gab gar keinen 19 Zoll Felgen. Wo ich Golf 2 geil fand, nein, war 19 Zoll, gab es gar keine 19 Zoll Felgen.
Ich hatte meine Golf 3 9x15, da war ich der King. King. Mit Hauner Gewindefarbe. Und dann gab es die Jungs, die ganz crazy waren, die vielleicht eine 9x16 mhm. Bobbit T oder sowas genau. drauf gemacht haben. Bobbit A. Die waren ja. Ja, ja. Das war vollkommen krank. So, dass wir aber jetzt rein theoretisch mathematische 15x19 auf demselben Auto fahren. Auf deinem Auto, nicht auf deinem Okay, okay, okay. Ich soll auch sagen, ja. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja nachher mehrere davon. Wer weiß. Die Person, die das umbaut, muss halt nur echt einen am Nagel haben. Echt einen am Brett haben, sagen wir mal so. Einer von uns. So. Ja. Da finden sich genug. Ja. Glaub, in Deutschland glaube ich weniger, aber ich glaube weltweit schon. Findest du? Ja. Also ich bin ehrlich, also jetzt nicht, weil das jetzt irgendwie bei mir gebaut wird, aber ich glaube, ich stelle mir so ein Ding oben, haben wir vorhin noch darüber gesprochen, ob wir nicht das Auto komplett leer machen, ja. Ja, zweite Karosse rein, ja, und dann oben zusammenbauen, weil ich habe ja eine Öffnung oben von außen, ja, und dass wir quasi oben in Ausstellungsraum hinstellen, nur wir müssen quasi alles oben zusammenbauen, nicht vorher. Aber dann in lackieren. Ja, ja, alles lackieren, ja, ja klar. Hinter dem Bildertisch. Ja, dann schenke ich dir ja. Oh, das wird geschenkt. Lass dich drücken für Geschenke. Das schenkt mir jedes Video was. Kann ey, das sein. Ja, aber das ist ja wohl kein teures Geschenk jetzt. Eine Milchpackung, das ist im anderen Video. Das wäre eine gute Idee. Aber du brauchst halt auch Räder für, ne? Ja, ja. Ohne Räder. Ich hab gedacht, du sollst Zwillingsreifen vielleicht. Kannst du. Man kann easy Zwillings. Das ist eigentlich eine geile Idee, ne? Zwillingsreifen. Hat keiner gebaut. Mhm. Ey, Zwillingsreifen ist echt eine geile Idee, ne? Nein. Doch. Also zwei Reifen auf einer Seite quasi. Ja, ja. Ein LKW. Wie ein LKW. Der von der Breite ist, passt das ja. Das ist echt eine geile Idee. Das wäre mega. Also wäre sehr vor allem dann die, vor allem die beide in Stretch. Ich lade von H&R. Oder nur der äußere Stretch und der innere nicht. Ah, Abrollumfänger passen dann nicht. Ja. Egal. Sehr, sehr, sehr geil. Ich danke dir. Aber da wir gerade schon über das nächste Projekt gesprochen haben, ist es natürlich in unserer beider Köpfe sehr, sehr stark drin. Und ich kann euch wirklich versprechen, bei der nächsten Nummer, das kommt bei uns in ein paar Wochen, das erste Video. Mhm. Und im ersten Video enden wir auch schon hier. Mhm. Von den Dimensionen her. Ich finde das nee, breiter nicht. Breiter als leer geht ja nicht. Nee, es ist viel schöner, das stimmt. Das ist so meins, wirklich. Das ist natürlich, sieht gut aus, keine Frage, das ist aber so Show extrem. Und das andere, das könnte so auch vom kommen, oder? Hast du gesagt? Nein, stell mal raus. Und das andere. Nein, ganz kurz. Wir haben beide einen am Brett, weil das Ding ist, das könnte eigentlich so kommen. Derjenige, der das erste Video sieht und denkt sich so, boah krass, die sind echt. Ich entfolge denen, weil die haben echt nicht mehr einen am Helm. Ja. Nein, das kann so nicht kommen. Also ich als Hersteller, ich hätte es so gebaut. Wenn ein SUV 23 Zoll hat, dann sagen ja. die Menschen, boah, hast du die Felgen gesehen? Wir tun quasi 23 Zoll auf sowas. Ja, Jean-Pierre, du musst aber denken, die werden ja nicht, die ganzen SUVs werden nicht in Kaplinfall gebaut. Wenn die nämlich in Kaplinfall gebaut werden, fahren die nämlich 30 Zoll. Aufwärts. Ja. Genau, und White Body. Und unser ganzer Bürgermeister bei uns alle so große Packungen machen. Aber das ist nicht breiter als das. Nein, breiter nicht, das ist ja schon krass. Genau, ich würde sogar sagen, es ist fast die Hälfte. Optisch viel, viel breiter. Optisch viel breiter. Weil man kann auch White Body Kits bauen. Wirklich, die sehen so breit aus, aber im Prinzip wirklich das sind nur 5 cm. Ja, das ist einfach nur optisch. Hängt auch damit zusammen, wie die C-Säule, wie die ganzen Säulen fallen. Ne? Mhm. Weil wenn hier deswegen sieht ein Porsche so breit aus. Mhm. Ne? Weil wenn die C-Säule, wenn die ganzen Seiten ihnen alle so fallen, statt dass sie so gerade runtergehen und du dich da einfügst, kann das Auge nicht genau erkennen, wo. Ja. Wo beim CL war das, glaube ich, auch so krass. Ja, ne? Genau. Wo du denkst so, wo kommt das White Body Kit? Mhm. Und dann denkst du, es ist viel, viel breiter, nachher sind es 3 cm, 4 cm. Ja, das ist wirklich so. Ich denke aber, bei dem anderen Projekt sind wir trotzdem bei 10, 15. Ja, das schon. Das schon, aber ist ja mittlerweile. Ob 10 oder 15. Nein, aber bei dem Projekt, du hast ja schon ein Video gemacht, ne, zu dem Auto. Ja. Genau. Es ist schon sehr, sehr, sehr extrem und ich muss auch wirklich da nochmal sagen, die Idee von dem Kieser, auf die wären wir nicht gekommen.
Die Idee von ihm ist schon echt sehr gut. Ja. Diese Elemente von einem anderen Auto zusammenzuschmelzen mit dem Auto, das muss mich im echt lassen. Ist echt krass und ist echt sehr passend und sieht auch echt sehr gut. Und es ist sehr, sehr schön umgesetzt von meiner, ja, von meiner kleinen Herzdame hier. Oh, was? wo wird das Auto gezeigt? So, als fertiges Auto. Ja, ja. Die Frage ist jetzt halt wirklich, wie wir diese letzten technischen Probleme so lösen. Deswegen haben wir ja zwei Autos gekauft. Also wir sind ja fahrtechnisch soweit. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir Ride Height, also Fahrhöhe, ja, mit Felgenbreite verbinden können mit dem Bodykit und dem Motor im Kofferraum. Weil wir eine andere Hinterachse fahren als normaler Golf 2. Wir fahren ja eine Vorderachse auch hinten. Und dieses Verschmelzen von dem. Und dann muss er lackiert werden. Und dann passiert vielleicht vorne was im Motorraum noch, aber zu späterer Stunde wahrscheinlich. Ich denke nicht jetzt direkt. Und dann denke ich mal, der wird in Essen, glaube ich, stehen. Okay. Geil wäre natürlich, wenn dieses andere Projekt vielleicht zum Teil auch dort steht. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt Vollgas geben, aber richtig Vollgas. Dann zeigen wir, falls Motorshow in Essen stattfindet, falls, dann zeigen wir den Golf. Ja. Den und den Audi Coupé. Aber jetzt habe ich gerade live meine Planänderung ein bisschen gemacht. Wenn du nämlich Vollgas gibst, würde ich sagen, stellen wir das andere, was mit dem Auto passiert, hinten ran. Und wir machen es mal andersrum. Und wir beginnen mit der Optik und nicht mit der Technik. Bei dem neuen Projekt? Bei dem neuen Projekt. Sehr schön. Das heißt, wir machen erst Hui und dann innen drin. Willst du eigentlich auch eine Audi Coupé? Ja. Ja? Die sind aber alle schon verkauft. Ja, die sind alle ausverkauft, ja. Dann mache ich, ich hab eine Idee, was nein. Wir machen. Ich habe eine Idee, was wir machen. Was? Was machen die Hersteller nämlich genauso? Wir machen eine kleine Änderung und vielleicht machen wir noch eine zweite Serie. Meinst du? Oder hast du mir einen reserviert? Ich habe eigentlich für dich einen reserviert. Mit der Nummer 1. Ehrlich? Ja. Ja. Unterschreibe ich nicht selbst. Nein, das mache ich zweimal. Das machen andere. Als Präsident mache ich und bitte. Okay, gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß, weil ich muss nämlich jetzt los mit diesem Mann. Wir müssen los, weiterziehen. Tschüss.